Hallo und herzlich willkommen zur Folge 8 von Alice Madness Returns. Ja, in der letzten Folge haben wir den Hutmacher getroffen und sollen ihm jetzt seine fehlenden Gliedmaßen besorgen. Dann schauen wir mal. Druckplatten funktionieren nur mit Hilfe von Gewicht. Mit der Uweck-Bombe kann man eine Druckplatte mit Gewicht versehen. Ich glaube, den hatten wir in der letzten Folge schon. Ich habe eine Aufnahmepause gemacht und musste deswegen ein bisschen weiter vorne wieder anfangen. Ich habe jetzt einfach den Teil, der jetzt doppelt zu spielen war, mal schnell durchgespielt. Es war nicht viel von der Hysterie bis hier. Schauen wir mal, dass wir da fix rüberkommen. Ah, das war die falsche Taste. So. Nun gut, auf geht's nach oben. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Hinter dem Ziffernblatt. Schmelzen und wiederkehren. Montage oder Zerstörung nach Bedarf. Das konnte ich jetzt nicht mehr lesen. Oh, ein Schirm. Der für uns. Ach, weil wir einen Schirm haben. Gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Ein Paradies für Arbeit. Ja. Yeah. Kämpft den gerechten Kampf. Oh, jetzt redet der Hase wenigstens nicht mehr. Drücke E, während du ein Ziel anvisierst, um mit Alice Regenschirm zu blocken. Stimmt das Timing, kann Alice blocken gewisse feindliche Angriffe umlenken. Okay. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten. Bedrohlicher Verfall. What the foo? Ja, hau raus. Ja, das ist schon mal einigermaßen gut. Nein. Ah, Alice, Alice, Alice. Geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg. Och, Mädel. Stell dich doch nicht so an, als du bist. Ja, ich weiß, es liegt an mir, aber erzähl's keinem. Ah. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Eieieiei. Okay. Na komm mal auf, raus, raus. Bam. Bam. Und zack. Ich kann wieder auf dich schießen. Ah. Komm schon, komm schon, komm schon. Das war Gesicht Nummer 2, glaube ich. Komm, werf. Und hat er jetzt sonderlich gar nicht funktioniert. Und da war er platt. Und da hinten sehe ich eine Schnauze fliegen. Ach, guck mal eine an. Okay. Erstmal hier das Leben einsammeln, das brauche ich ganz, ganz dringend. Aufdrehen und niederdrücken. Das war das, was ich nicht lesen konnte. Und der Hammer auf der rechten Seite macht mir schon mal Hoffnungen, dass es ganz sicher ganz toll wird. Wahrscheinlich. Yay. Drüben ist Schmelzen und Wiederkehren. Das kennen wir ja schon. Das kann ich gar nicht angucken. Okay, und wir sehen da jetzt links von Alice auch, es hat irgendwas mit heißem Metall wahrscheinlich zu tun. Schön, und in die Richtung können wir gerade gar nicht, so wie es ausschaut. Gut, in Form einer Teekanne, eines Teekessels, wie auch immer. Schön, jetzt machen wir das mal die Schnauze. Schnauze! Schön pfeffern. So, ist fein. Ah, eine Erinnerung. Schön.
Wie komme ich da hin? Da. Okay. Das ist jetzt Jahre her. Es ist Zeit, diese Kindereien abzulegen. Wie, und das war's? Mehr sagst du nicht? Du sagst mir nicht, welche Kindereien du meinst oder sonst was? Super. Das war jetzt sehr aufschlussreich. Aber ich finde es schön, wie hier so, wie man hier so richtig so unten drunter und so diese ganze Hutmachers-Domäne sieht. Mit den Zahnrädern und allem. Es ist schon schön gemacht. Also das auf alle Fälle. Da kann man nicht meckern. So. Ich versuche mich nur darum zu drücken, was jetzt als nächstes kommt. Glaube ich, mir gefallen beide Optionen gerade nicht wirklich sonderlich gut. Nun ja. Entscheiden wir uns einfach mal für aufdrehen und niederdrücken, einfach um es schnell hinter mir, hinter uns zu haben. Was ist jetzt genau passiert oder muss ich beide auslösen? Ich löse mal beide aus. Schauen wir mal. Ah, okay, da drüben ist eine Plattform gekommen. Ist hier auch eine Plattform? Da vorne ist eine Plattform. Komm ich da hin? Nein! So komme ich da definitiv nicht hin. Ah! Das war falsch. Ich muss doch darüber oder nicht? Hey, ich bin verwirrt. Also die ist definitiv näher dran. Glaube ich. Oder bilde ich mir das jetzt bloß ein? Okay. Fail Nummer 2. Oh Gott. Kann ja heiter werden. Jetzt komme ich wieder nicht mehr darüber. Nö. Das gibt's doch nicht. Habe ich irgendwas übersehen oder so? Nee, eigentlich nicht. Ah, seufz. Hier ist auch sonst nichts. Ja, gut, ignorieren wir das jetzt einfach. Das keine Ahnung. Na komm schon! Oh, die bleibt immer da an der Kante hängen. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Komm schon! Ja! Ah, ah, wir sind drüben! Puh, ich kann es gerade gar nicht fassen, wir sind drüben. Yay! Alice? Schön. Super. Ich kann gerade nicht mehr auf mein Messerchen wechseln. Perfekt. Das ist schon mal eine super Voraussetzung. Ach je. Naja, wir fahren jetzt erstmal darüber. Ich will den Sprung ehrlich gesagt nicht nochmal machen müssen. Ich will nicht. Die Abwehr des bedrohlichen Verfalls kann zu schneller Ladebildschirm nicht gelesen werden. Gut, und sie nimmt wieder automatisch
Also ich versuche das jetzt mal schnell zu. Wir hören uns mal schnell an, was die Grimmsekaste zu sagen hat. Die Ausmaße dieses trostlosen Traktes kennt keiner außer den Bewohnern. Gut. Und jetzt versuche ich mal schnell das Problem zu beheben mit der Pfeffermühle, weil das ist. Ich kann nicht aufs Messer wechseln. Geht gerade gar nichts. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Es scheint wieder zu funktionieren, hoffe ich mal. Ich habe jetzt mal schnell das Spiel neu gestartet. Bin ja mal gespannt. So. Gut, hier sind wir nun. Hier ist. Hier kamen wir reingefahren. Ich finde es übrigens schön, dass man auf diesen Schienen noch laufen kann. Dass nicht einfach abgeschnitten wird. Ja, Grimmsekaste, was du uns zu sagen hast, wissen wir schon. Ja, dann erzählt uns nochmal. Die Ausmaße dieses trostlosen Traktes kennt keiner außer den Bewohnern. Jo. Wissen wir, dankeschön. Ist noch ein Secret oder irgendwas? Nö, sieht nicht danach aus. Hase. Hase, Monster, tot. Gut, cool. Oh je. Ich hab riesen Lust auf das, was vor uns liegt. Yay. Schrittweise machen, ist natürlich auch blöd. Gut, dann machen wir das mal. Okay, Messer geht noch. Dein neuer Anführer, Merzhase. Joa. Gut. Bin ich nicht ganz mit einverstanden, aber okay. Ja, guck mal, was da ist, ne? Erinnerung. Industrie nährt sich von Leid, Verfall und Zerstörung, Alice. Sie hat das East End in einen Abort verwandelt. Du solltest ein einfaches Farmleben erwägen, in Australien vielleicht. Wir könnten dein übriges Erbe zu Geld machen. Ja, damit du was von dem Geld abbekommst wahrscheinlich. Nee, lass mal. Bin ich nicht mit einverstanden. Das Lenden sieht aus wie ein Gesicht. Die Tür. Jo, so, dann machen wir dich an. Boop. So, dann kommt das runter. Und es fährt wieder hoch. Okay. Gut, dass ich nicht gleich losgesprungen bin wie so eine Irre. Irgendwie Skikreuz. Nö. Ja. Gut. Hase, Monster, jo, alles klar. Da war noch so ein Boden, ich muss da drüben eine Uhrwerkbombe legen. Okay, da wollen wir hin, das ist schön. Ich habe so eine Lust, wirklich total nicht. Oh Gott. Okay. Juchey! Na dann wollen wir mal. Gut, dadurch bleiben die Dinger oben. Schön. Da nicht in ein Loch reinfallen. Da kommen wir nicht hoch. Darüber. Ich glaube, da müssen wir so durch. Ich hab so keine Lust auf sowas. Das ist. Ich mag sowas nicht. Ich fail bei sowas so gerne. Ach, geh doch einfach sterben. Meine Güte. Okay. Oh, noch eine Bombe, schauen wir mal, was dahinter ist.
Irgendwas angezeichnet? Nö. Okay, I see what you did there. Gut. Sollten wir vielleicht schauen, dass... Da werden wir eventuell später hinkommen, also von hier aus... Ah. Ich bin gerade irgendwie froh, dass ich nochmal umgedreht bin. Schwupp. Ah, ein Springpilz. Okay. Dann ist die Frage des Rückwegs schon mal geklärt. Das ist doch schon mal etwas, eine Flasche. Und noch ein paar Zähnchen. Zu Zähnchen sag ich nie nein. So. Flupp und wieder zurück. Ja, ist ja gut. Was hackst du denn jetzt, Alice? Ja. Nun. Super, jetzt darf ich den Teil nochmal machen. Yay. Was ist los, der Fehler? Gut. Nein, danke nicht nochmal, Alice. Kann ich drauf verzichten? Ja. Ah, jetzt kommen wir hier raus, okay? Auch gut. Bitte was? Ich spring dagegen und sterbe? Manche Dinge muss man einfach so akzeptieren, wie sie sind. Da unten waren wir gerade. Ich versuche nicht nochmal von da unten nach oben zu kommen. Funktioniert nicht, haben wir ja gesehen. So, neue Bombe legen. Dann irgendwie ganz flottig da irgendwo hinkommen. Hoffentlich. Ich hab sie gerade explodiert. Nein, jetzt explodiert. Ich will gerade sagen, ich hab's explodieren lassen, aber es war bloß der Warnton, dass sie gleich explodieren wird. Ich muss mal wieder reinkommen in das Spiel. Und mir geht hier eine Fliege total auf die Nerven gerade. Nerv. Heute war das Wetter gut und dann sind die Fliegen wieder aktiv. Naja, dann hupfen wir mal schnell hier. Du, ist hier was? Ja. Hier ist eine Bombenstimmung. Wow. Ich weiß, da war schlecht. Mega gut. Zum Explodieren, dankeschön. Super, wenn man das Kanickel nicht draufstellt, ne? Nun gut. Sterben ist abgeschafft. Kein billiger Spruch. Wir meinen es ehrlich. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Ja, ist okay. Worte, von denen man leben kann. Worte zum Essen. Und? Ein Paradies für Arbeiter. Und Sterben ist abgeschafft. Kein billiger Spruch. Wir meinen es ehrlich. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Ist ein Augenkorb und ich kann schon wieder nicht. Halt die Klappe. Ich kann schwer nicht aufs Messer wechseln und er labert mir gerade zu und vorne ist ein Augenpott und ich werde die Folge jetzt hier beenden, weil ich das Spiel schon wieder neu starten muss. Und in diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag, schönen Abend und man sieht sich in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.